Eine Langzeitbelichtung ohne Stativ durchzuführen, ist das überhaupt möglich? Die Antwort gibt's nach dem Intro. Moin Moin, was geht und seid gegrüßt zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um das Thema Langzeitbelichtung ohne Stativ. Ist sowas überhaupt möglich? Ich möchte dir heute zeigen, wie ich solche Fotos hinbekommen habe, was ich gemacht habe und was ich dafür benutzt habe. Die Story, bevor ich da überhaupt mit anfange, wie ich dieses Foto gemacht habe, möchte ich dir kurz erzählen. Ich befinde mich, wie man schon unschwer erkennen kann, an einem meiner absoluten Lieblingsspots, der Bürmerstädter Fleet. Um genauer zu sagen, die Fischaufstiegstreppe von Tungeln. Für mich eigentlich bekannt als Bürmerstädter Fleet, aber jeder oder jede weiteren ist es auf jeden Fall ein Begriff, wenn man sagt Bürmerstädter Fleet oder Fischaufstiegstreppe. Um genauer zu sagen, die Fischaufstiegstreppe von Tungeln und einer meiner absoluten Lieblingsspots, habe ich auch schon ein Video zu gemacht, bin ich unglaublich gerne hier zum Fotografieren, ich finde es immer wieder schön. Und letztes Jahr im Februar 2020 bin ich morgens zufälligerweise hier vorbeigefahren und habe mir gedacht, ach, ich schaue mal eben hier her und guck mir die Location an, denn in dieser Zeit hatten wir unglaublich krassen Sturm, wir hatten sehr, sehr starken Wind und wir hatten auch ziemlich hohes Wasser, denn der Kanal, die Hunte, alles war ziemlich hoch und auch diese Bürmerstädter Fleet hier war komplett überflutet mit Wasser. Das Wasser stand wirklich, wenn ich hier jetzt gesessen hätte, hätte mir das Wasser, glaube ich, bis hier oben gestanden. Weil die ganzen Steine waren hier kaum noch zu sehen, nur noch die großen, die wirklich hier die dicken, waren so leicht noch zu sehen und die Flut oder besser gesagt die Strömung war extrem stark und ich war dann halt morgens um 9 Uhr hier, hatte zufälligerweise meine Kamera dabei, hatte einen ND-Filter dabei, keine Ahnung, warum ich den in meiner Tasche mitgeschleppt habe. Ich hatte ihn auf jeden Fall dabei. Was ich aber nicht dabei hatte, war ein Stativ. Nun ist es ja so, dass meistens, wenn man dann an einem Spot ist oder an einem Ort und man hat gerade so das perfekte Wetter dafür oder man hat das perfekte Motiv und man sich dann überlegt, okay, vielleicht komme ich morgen nochmal hierher mit einem Stativ, fotografiere dann das Motiv. Das Problem ist aber dann meistens, wenn man das dann auf morgen verschiebt, dann hat man das Pech, dass genau dieses Motiv nicht mehr so ist, wie man es an dem vorherigen Tag hatte. Also habe ich mir gedacht, ich hatte ein paar Minuten Zeit, versuche ich doch einfach mal herauszufinden, dass ich auch ein cooles Foto mit einer Langzeitbelichtung ohne Stativ hinbekomme. Weil das Motiv, oder besser gesagt die Fleet hier, sah einfach cool aus. Man hatte eine richtig schöne starke Strömung, es war blauer Himmel und man hatte einfach die Möglichkeit, lange zu belichten, um einen richtig schönen, weichen Effekt zu bekommen. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich muss mir jetzt irgendwas suchen, dass ich meine Kamera auf Langzeitbelichtung bekomme. Und ich habe mich dann ein bisschen umgeschaut, habe dann halt geguckt, was für Hilfsmittel ich habe. Denn der große Tipp ist halt, sucht euch Hilfsmittel. Ich habe dann mich ein bisschen umgeschaut, habe geguckt, wo kann ich mich platzieren, wo ist ein cooler Blickwinkel, wo habe ich eine coole Komposition, weil es ist natürlich auch schwierig, einen Ort zu finden oder eine Position zu finden, dass man die Kamera stillhalten kann, dass das Bild vernünftig aussieht, dass man eine gute Komposition hat. Und natürlich, dass das Motiv im Vordergrund zu sehen ist oder überhaupt auf dem Bild gut zu sehen ist. Und ich habe mich da ein bisschen umgeschaut, habe dann so ein bisschen am Rand geguckt und dann sind mir diese Klippen aufgefallen. Ich habe mir dann so eine Klippe gesucht, habe dann halt so ein bisschen geguckt, wie kann ich die Kamera jetzt am besten platzieren, habe im Hochformat, aber auch im Querformat fotografiert. So, und habe dann erstmal ein bisschen umgeguckt, habe dann halt gesehen, dass diese Steine eigentlich ein sehr, sehr cooler Vordergrund wären und natürlich auch eine gute Sicherheit für eine stillgelegte Kamera, so dass die Kamera wirklich fest am Boden liegt und man hat natürlich auch eine sehr, sehr geile Perspektive. Ich hatte zwar eine Tasche dabei, aber da hätte die Kamera niemals in einer Schräglage, weil wir sind ja hier auch auf dem Deich, hätte ich nie das hinbekommen, dass die Kamera 30 Sekunden lang still steht. Ich habe mich dann halt bei diesen Klippen dann so ein bisschen hingesetzt, habe geguckt, wo kann ich die Kamera am besten platzieren und habe dann eine Stelle gefunden und hatte auch eine Mütze auf und ich habe diese Mütze unter die Kamera gelegt, so dass die Kamera nicht zerkratzt. So, das Objektiv habe ich vorsichtig auf die Steinkante gelegt, habe vorher, das ist ganz wichtig, vorher Einstellung gecheckt, habe den ND-Filter drauf geschraubt, habe dann geguckt, dass die Schärfe alles passt, dass das Motiv scharf ist, dass alles irgendwie passt von dem Blickwinkel her und habe dann die Einstellung gewählt, 30 Sekunden, Blende 9, ISO 100 mit 1000-fach Super Strong ND-Filter, 2 Sekunden Selbstauslöser und habe ausgelöst. Und glücklicherweise hat die Kamera sich kein Stück bewegt und ich habe dann dieses
Foto bekommen. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr geiles Foto geworden, weil man halt einfach den Vordergrund im unteren Bereich hat mit den Steinen. Der leitet uns dann in die Mitte zur Fleet, wo man einfach einen richtig geilen Effekt hat mit dieser Langzeitbelichtung. Richtig schön weiches Bild. Und was wir noch haben, ist ein strahlend blauer Himmel, der sich sogar in der Fleet spiegelt. Und ich finde einfach, dass es dafür, dass es ohne Stativ fotografiert ist, dass es spontan entstanden ist, ein ziemlich, ziemlich cooles Foto. Mein Tipp ist es einfach, wenn ihr an Orten seid und ihr habt, wie gesagt, vielleicht mal gerade kein Stativ dabei, habt aber zufällig einen ND-Filter dabei oder die Lichtverhältnisse sind so, dass ihr trotzdem auf 4-5 Sekunden Belichtungszeit kommen könnt, dann sucht euch Hilfsmittel, einfach um die Kamera stillzulegen. Da kann man einen Korb benutzen, den man zufällig am Fahrrad hat. Man kann Steine benutzen, auf die man die Kamera natürlich vorsichtig ablegt. Seid halt einfach vorsichtig, dass ihr das Objektiv nicht zerkratzt. Und dass die Kamera halt auch diese 30 Sekunden oder 32 Sekunden, weil ihr ja noch den 2 Sekunden Selbstauslöser tätigen müsst, einfach stillsteht. Was ich halt auch so besonders fand an diesem Bild, dass es eine sehr, sehr flache und tiefe Perspektive hat. Und dadurch, durch das Ultraweitwinkel, ich habe da hier auf 10 mm Brennweite fotografiert, hat man unglaublich viele Möglichkeiten, dass man viel aufs Bild bekommt und viele Möglichkeiten, eine richtig coole Komposition zu bauen. Und diese habe ich hier mit diesen Steinen, mit dem in der Mitte das Motiv und oberem Teil nochmal den Himmel. Finde ich, habe ich das ganz cool hingekriegt auf jeden Fall. Und für 10 Minuten suchen und machen ist es auf jeden Fall meiner Meinung nach ein sehr, sehr cooles Motiv geworden. Was ich halt euch auf dem Weg mitgeben kann, ist halt, sucht euch Hilfsmittel. Ich habe es hier mit den Steinen versucht, finde ich, ist ganz cool geworden. Man kann natürlich auch einen Zaumbalken nehmen, man kann eine Bank nehmen. Schaut doch einfach mal um, nehmt euch die Zeit. Ich habe vor 2 Jahren einen Brunnen in Düsseldorf fotografiert, der auch einen sehr, sehr coolen kleinen Wasserfall hatte und wo ich auch auf 2 Sekunden bis 4 Sekunden Belichtung kommen wollte und habe einfach die Kamera auf den Brunnenrand gestellt. Habe dann auf 2 Sekunden Selbstauslöser aktiviert, ausgelöst und die Kamera halt einfach nur an den Seiten so umkreist, dass sie, falls sie verrutschen sollte, dass ich sofort reagieren kann, weil dieser Brunnen auch leicht abgerundet war. Und ich hatte keinen ND-Filter dabei, das heißt, ich konnte eh nicht länger als 4-5 Sekunden belichten, weil ich die Blende komplett zugemacht habe. Aber es ist trotzdem ein cooles Foto geworden. Man denkt immer gleich so, wenn man irgendwo ist und man will was fotografieren, ach Mist, ich habe kein Stativ dabei, das brauche ich mir gar nicht weiter angucken. Sondern guckt euch einfach um, schaut euch um, was gibt es für Hilfsmittel, wählt mal andere Perspektiven. Zum Beispiel hier am Schloss Ewenburg, wo ich jetzt vor kurzem war, habe ich einfach mal die Perspektive genommen und habe die Kamera komplett auf den Boden gelegt, habe sie aber, dadurch, dass ich einen Verlaufsfilter drauf hatte, und habe sie einfach gestützt, dadurch, dass ich die Packung des ND-Filters drunter gelegt habe. So war die Kamera nicht direkt komplett auf dem Boden, sondern stand ein bisschen weiter ab. Aber man hatte trotzdem eine flache Perspektive. Ich konnte länger belichten und hatte auf jeden Fall ein richtig cooles Motiv. Weil die meisten stellen sich irgendwo hin, machen die Kamera auf Gesichtshöhe und drücken ab. Das ist diese typische Touristenperspektive. Und ich finde es halt immer cooler, wenn man wirklich tief in die Perspektive geht, auch mal Motive von unten betrachtet. Und das gibt halt einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten und auf jeden Fall ein richtig cooles Bild. Gerade wenn man kein Stativ dabei hat, ist man ja halt schon fast zu verpflichtet, die Kamera mal auf den Boden zu legen. Aber auch zum Thema Hilfsmittel, wie gesagt, ich habe da die Mütze benutzt, einfach, dass die Kamera geschützt ist. ND-Filterpackung, um die Kamera ein bisschen zu erhöhen. Da gibt es bestimmt auch noch viele andere Möglichkeiten, um einfach zu sagen, ich will eine Langzeitbelichtung machen, habe aber kein Stativ dabei, wie kriege ich die Kamera ruhig? Schaut euch um, es gibt immer irgendeine Möglichkeit. Und auch bei dieser Fleet hatte ich die Möglichkeit und habe sie genutzt und habe ein richtig cooles Foto hinbekommen. Was will ich euch mit diesem Video eigentlich mit auf den Weg geben? Zweifelt nicht immer sofort daran oder gebt nicht sofort auf, wenn ihr zwar an einem Ort seid und habt leider nicht die Möglichkeit, lange zu belichten, weil ihr kein Stativ dabei habt, dann sucht euch einfach mal ein paar Hilfsmittel. Es könnte euer Kamerarucksack sein, es könnte ein Korb sein, es könnte euer Fahrrad sein, es könnte auch einfach der Boden sein, der euch eine geile Perspektive bietet. Deswegen schaut euch um, guckt, was es für Hilfsmittel gibt und gebt nicht immer sofort auf, sondern schaut euch erstmal vernünftig um und seid kreativ. Das ist das große Wort, seid kreativ und dann kriegt ihr auch richtig coole Fotos. So, und auch ich werde mich hier nämlich gleich noch mal ein bisschen umschauen, werde mir ein paar Perspektiven raussuchen und dann werde ich, denke ich mal, auch noch ein paar coole Fotos machen. Wie hat dir das Video gefallen? Schreib es doch gerne mal in die Kommentare. Hast du schon sowas mal ausprobiert oder hast du noch Tipps, wie man eine geile Langzeitbelichtung hinbekommt, ohne Stativ oder irgendwelche anderen kreativen Tipps? Hast du Videoideen, was du dir gerne mal wünschst, was du gerne mal sehen möchtest, wofür ich vielleicht mal ein bisschen Zeit investieren könnte? Dann schreib es doch gerne mal in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast und aktiviere
aktiviere die Glocke, dann wirst du immer sofort benachrichtigt, wenn ein neues Video hier auf Mango Picture erscheint. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du das Video auch mit deinen Freunden teilst, egal ob WhatsApp, Facebook oder irgendwelchen anderen Social Media Kanälen. Ich würde mich auf jeden Fall über jedes Teilen und jeden Like freuen. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao, ciao.